Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerlords. Ja, Rower hat mir einen kleinen Tipp gegeben oder eine Idee. Ich soll doch die Wohngebiete größer machen, damit die Leute sozusagen daheim mehr anbauen können. Wir haben das ja hier draußen schon mal gemacht. Das sind ja eigentlich relativ große Gebiete, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich gucke gerade auf mein Ding da vorne, ob das alles so synchron ist, wie ich es hoffe. Naja, wir werden das auf jeden Fall ausprobieren und hier ein paar größere Gebiete noch hinbauen. Wir haben hier noch ein, zwei Flächen frei, das nutzen wir jetzt einfach und bauen hier vielleicht mal einfach zwei Felder hin oder sowas. Wohnhütte. Vielleicht reißen wir auch ein, zwei alte Häuser ab und machen da ein bisschen was Größeres. Schau mal, wenn ich dich jetzt bis hierhin setze, dann hier, schau mal. So schlägt er es mir vor. Wenn ich sage, ich mache da draus ein Haus, dann kriege ich ja nicht mal ein Zusatzhütchen. Schau mal, er nutzt doch nur das. Gibt es ein Limit, was er nutzt? Mal guck mal. Da nutzt er gar nichts. Hier hat er die Fläche, da hat er die Fläche. Wenn ich das wegmache, ist die so groß. Wir machen es mal so. Würde mich jetzt interessieren, ob die sozusagen nur die Fläche nutzen, die angezeigt wird, oder mehr. Gleichzeitig werden wir hier mal auch mal irgendwie so drumherum. Als ob er nicht checkt, dass da ein blödes Wasserding ist. So. Zwei große Dinger. Also jetzt irgendwo komme ich ja ans Limit. Ich kann ja nicht das komplette Gebiet in ein Wohnhaus machen. Das ist ja relativ groß. Würde ich mal sagen. Mal so rein aus Interesse. Ich baue hier ein Haus. So, so. Guck mal, da sind die Flächen groß. Also das Spiel magst eher, wenn du es gerade hast, habe ich das Gefühl. Aber guck mal, er nutzt dann genau diese Fläche. Das haben wir vorhin nicht geschafft. Mhm. Jetzt haben wir doch hier beim Bauernhaus. Aber wo ist denn das Bauernhaus wieder da? Noch so ein paar schöne Flächen frei. Was ist denn, wenn ich hier sage? Ne? Ups, Entschuldigung. Hier so sag. Geht das über das? Der kriegt das dann wieder nicht auf die Reihe mit dem Häusel hier. Der grandios. Oh, oh Gott. Der erkennt die Mühle nicht, Jungs. So, schau, wenn wir das jetzt reduzieren. Wir machen hier zwei Häuser hin. Schau mal, das ist. Gut. Wir machen einfach mal. Wir schauen, was passiert. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben natürlich wieder Hunger. Die Leute verhungern, weil wir haben wieder nichts. Die Mühle mühlt nicht. Wir haben aber genug auf Lager. Alter, der Weizen steht noch! Leideln? Finde ich gerade super toll und so. Es ist halt schwer. So, jetzt haben wir viele kleine Felder. Kriege ich da draußen? Nee, das geht einfach weg. Ich hoffe, das bringt wenigstens ein bisschen Dünger. Ansonsten bin ich stinkig, ich sag's euch. Guck mal, hier stehen noch Reste. Einfach so ein, zwei Reste. So komplett random. Angeblicher Ertrag in 2823. Was ist dein angeblicher? Du hast keinen Ertrag. Du hast 21 Ertrag angeblich. Du 27. Könnte eine gute Auslagerung werden, wenn man so sieht, ne? 34, 25, 7. Jo, gar nichts. Ich bin gespannt, ganz ehrlich. Der Ertrag ist hier schon bei 4. 8. Hier muss ja wirklich wer rauskommen, oder? Mal ganz ehrlich, 18. Ich weiß, Hunger ist so unser Standardproblem. Komplett Standard hier in dieser Ortschaft. Hofstätte fertig. So, gib mir mal die Hofstätte. Hofstätte, dankeschön. So, ganz simpel, du kriegst von mir jetzt einen Garten.
Du genauso. Garten, aha, kein Reichsvermögen mehr. Hä, wie doch, habe ich doch. 115, hallo? Kein Reichsvermögen. Habt ihr einen Schaden? So, die Mühle ab... Ne, oder war das nicht? Was ist mit... Wir hatten jetzt schon wieder das ganze Zeug. Tod durch Hunger. Wo ist unser ganzer Weizen? Wir haben so wenig. Holy moly. Aber guck mal. Der bringt gleich viel wie die zwei Kleinen. Der bringt 33. Hä? Willst du mir sagen, dieses kleine Feld bringt viel mehr wie das da? Und weil wir es auch erwähnt wurden, ich soll natürlich hier drauf achten, was hier für Fruchtboden ist. Darauf haben wir ja grundsätzlich geachtet. Vorteil, wenn es weniger Leute sind. Nein, ich sag's jetzt nicht. Das hört sich böse an. Dann müssen wenigstens nicht so viel Hunger leiden. Gott, ich muss es einfach sagen, ne? So, du kriegst jetzt ein paar Schafe noch. Du noch ein paar Felder. Weil irgendwo muss doch ein Limit sein. Mal ganz ehrlich. Irgendwo muss doch das Spiel sagen, okay, jetzt reicht's. Ich hab doch einen, der begraben kann, oder? Ja. Ja, da hat sie mitgenommen. Das Problem ist natürlich, wenn sie sterben, kriege ich keine mit. Haha, ja. Eine weitere Familie hat sich nie gelassen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das gut ist. Backt ihr wenigstens mal? Ich hoff's. Ich hoff's so sehr. Oh, das ist nicht gut. Es kommen mehr Dorfbewohner ins Dorf und dafür sterben mir mehr ab. Trauer. Ha, ich weiß ja nicht. Ich müsste eigentlich hier schauen, dass ich ein paar Häuser abreiß. Ah, wir haben wieder kein Regionsvermögen. Halleluja. Hey, aber guck mal, es ist fast keiner mehr hungrig. Vielleicht doch mal alle neuen nachkommen. Die haben gerade gegessen, dann sterben sie hier, dann kriege ich wieder neue. Die... Ich habe den ewigen Zyklus. Den ewigen Zyklus. Die Toten gehen, die Neuen kommen. Alles für gut. Wir sind so wie Australien. Alle, die wir nicht wollen, die kommen hierher, die arbeiten kurz und sind sie weg. Nee, das hört sich böse an. Das war nicht so gemeint, das weißt du. Nee, lassen wir das Thema. Bedürfnisse nicht erfüllt. Ach was. Ihr habt erwartet, ich krieg hier Essen. Falsch gedacht. Ich habe zwei volle Farmen. Es muss doch jetzt einfach reichen, oder? Diese königliche Steuer ist das nächste Ding, was ich irgendwann mal abschaffen werde, gerne. Jetzt haben wir wieder nur vier. Das Problem ist ja echt, wir haben viel, viel, viel zu wenig Möglichkeiten. Du hast Hühnchen. Könnten wir eine Hofbäckerei machen? Was ist das, eine Metzgerei? Wisst ihr, was man für eine Metzgerei bräuchte? Wild. Wisst ihr, was wir nicht haben? Wild. Seht ihr das Problem? Ich habe gleich einfach das Wild überstrapaziert. Ey, aber guck mal, es ist keiner mehr hungrig. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke. Die Felder sind alle Schrott. Guck das mal an. Ich krieg nächstes Jahr auch fast nichts raus aus den Feldern. Das kann's doch nicht sein. Jetzt sind wieder drei hungrige Familien. Lass die Armen doch einfach leben. Ich könnte natürlich hier Wildfarmen gehen, aber dafür muss ich halt erstmal da ein Dorf erzeugen. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit Anspruch das anfrage, dann werden sie mich sicher angreifen. Hundertprozentig. Die werden es nicht so gehen lassen, weil sonst könnte ich natürlich zwei Gebiete einfach mal mir schnappen, aber dafür habe ich gleich gerade zu viel Tote. Könnte so ein Problem sein. Hey, dafür haben wir mittlerweile Armbrüste. Wie schaut unser Militär aus?
dafür, wie der Zustand meines Heeres oder meines Dorfes grundsätzlich ist. Respekt. So, es wird Frühling. Diese Felder sollten jetzt hoffentlich sprießen. Und mir hoffentlich doch einiges an Nahrung bringen. Und die wachsen überhaupt nicht ganz. Das schaut so halb aus. 50%, 57%. 21, 17. Hier ist 24, hier ist 31. Das müsste eigentlich voll das gute Feld sein. 45, 44. 45, das macht gerade Gerste. Das sollte 61 bringen. 25, 31. 38. Ich hoffe, dass der Dünger was bringt. Ganz ehrlich, dieses Düngen sich so ein bisschen was bringt. 25%. Bringt nur 6. 44%. Wir müssen ganz dringend diese Felder dann sammeln. Ganz dringend. Ja. Bald kommt der Sommer und so. Ihr kriegt keine Erlaubnis. Ihr sollt sammeln. Sammelt die Hölle aus diesen Wildbeeren, damit wir Nahrung haben. Das ist eine Brennholzhütte hier noch. Aber guck mal, der Wald ist auf jeden Fall dichter geworden, hier habe ich das Gefühl. Also die Kollegen kriegen es auf jeden Fall hin. Und hier wird es auch wieder dichter. Also es wird. Halt auf allen anderen Ebenen. Achso, mein Försterhaus ist ja gar nicht besetzt. Hübs. Werd doch nicht besetzen. Ah, nee, warte mal. Warum habe ich zwei Försterhäuser hier? Habe ich dich auf ein Gebiet festgelegt? Wir machen, dass du hier das Gebiet mal bevölkerst wieder. Vielleicht kommen ja dann die Tiere wieder, wenn wir mehr Wald haben. I don't know. Aber es muss doch verbuggt gewesen sein. Weil auf einmal sind die Tiere ganz weg. Davor kriege ich nichts mehr. Ich glaube, es war einfach die Anzeige. Die Arbeitsbereich ist leer. Der Arbeitsbereich ist nicht leer, meine Freunde. Guck mal. Ihr habt den Arbeitsbereich. Der wird gerade eventuell leer, weil ihr ihn leer pumpt wie Sau. Aber ist ja gut so. Macht ihn leer. So, wenn die Felder hier fertig werden, sehe ich ein bisschen Hoffnung für uns, dass wir die nächsten Jahre irgendwie überleben können. Als ob wir einen Monat Nahrung haben. Ich fühle mich geehrt. Minus 14 Nahrung. Minus 8? Wie geht denn? Hä? Seit wann kann Nahrung ins Minus fallen? Wir haben aber ein Fleisch auf Lager. Fragt mich nicht, woher das ist. Jetzt haben wir wieder 10 Beeren. Wir haben auch 5 Eier, bloß keiner nutzt die Eier. Wir haben frische Eierchen, meine Freunde. Frische Eierchen. Ja. Ach, ja. Oh, wir haben Gemüse. Minus 2 Gemüse. Also dieses Spiel. Irgendjemand hat sich Luft genommen und behauptet jetzt, er hat Gemüse halt. Minus 5 Gemüse. Leute, es geht doch nur bis 0. Dann ist das Lager leer. Vielleicht sind sie auch schon so verhungert, dass sie ihr imaginäres Essen sehen. Ach, je. Ah, du kannst mir doch nicht sagen, also ich hoffe doch mal, dass die hier ordentlich jetzt anbauen. Ich hoffe, Roe, dass das funktioniert und dass auch diese Hühner hier, die drei, gute Arbeit leisten. Weil wir müssen bis zum Winter überleben, wo hoffentlich das Ganze hier Sinn ergibt. Jetzt haben wir gerade 50. 50 bringt sich einen Monat. Rechnen wir mal weiter. Wir haben 1100 Brennholz. Holy shit. Wo ist denn dieses Lagerhaus? Das hält ja eigentlich nur noch Brennholz. Kann ich ein Brennholzlimit erzeugen? Mal ganz ehrlich, ich tue hier Leute raus. Ihr übertreibt ja gerade vollkommen.
Da bevölkere ich lieber die Wälder, Alter. What? Mein Plan war ja auch eigentlich irgendwie die Viehherde hier zu erhöhen, aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Und die wollten auch nicht irgendwie wachsen, glaube ich. Guck mal hier, das ist, könnte ich eine Einzäunung machen, dafür brauche ich Dünger. Und dann könnte ich die Tiere auf die Weide lassen, dann können die da schön drauf kacken und dann hat sich alles erledigt. Das wird mir so viele Probleme erleichtern. Guck mal, wir haben jetzt mittlerweile 75 Nahrung. Bloß ich sehe immer noch sehr wenig Gemüse. Klar, okay, ich habe mehr Häuser, wieder wie der Rest, I know. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Bei dir kann ich gar nichts, bei dir habe ich Schafe. Bei dir habe ich Schafe, genau. Ziegen, die bringen passives Ankommen. Da hast du auch schon was. Jeder, der die Möglichkeit hat, soll doch bitte ein wenig Gartenarbeit leisten. Ich glaube, selbst so ein kleines Ding kann uns was bringen. Wenn die alle im Background so ein bisschen Nahrung machen. Lebensmittellager ist nicht voll. Ich glaube einfach, ihr seid voll. Der große Speicher ist nicht ansatzweise voll. Schau mal, wenn wir selbst hier überall so kleine Felder machen. Das sollte doch hoffentlich was bringen, oder? Wenn ich jedem so ein bisschen was auftrage. Du hast wieder Hühnchen. Du kriegst wieder Eier. Was, die Kleinen kriegen jetzt einfach Hühner. Hühner brauchen nicht viel Fläche. Hühner sind teuer, habe ich gerade herausgefunden. Ach guck, hier haben jetzt sehr viele Eier schon was zu tun. Aber du kriegst auch ein paar. Wir haben wieder minus 1 Gemüse, Alter. Dieses kleine Bärenfeld bringt das 10-fache von allen Flächen. Oh. An allen Flächen, die wir hier an Gemüse gepflanzt haben. Wo ist denn da die mathematische Rechnung bitte hinter? Sire, wir benötigen ein bisschen mehr Nahrung. Oh, 2 Monate. Super. Ich sehe nur Chaos. Ich müsste echt mal nur ein Spieljahr investieren in ein Ding. In alles andere, außer das, was ich tue wahrscheinlich. Dich habe ich noch gedacht, du hast Hühnchen. Warum habe ich da nochmal Hühnchen gemacht? Weil ich gehofft habe, dass da mehr Hühnchenreihe rauskommen. Aber hier laufen hier nur 3 Hühnchen rum. Und ich hoffe nicht, dass das repräsentativ ist, für was da wirklich passiert. Ich hoffe, dass da 20 rumlaufen. Schau dir mal diesen Garten an. Da laufen 20 Hühner rum. 30 Hühner. Und die ernähren unser Dorf eigentlich. Wie viel Gemüse haben wir? 0. Das Einzige, was wir besitzen, ist ganz viel Beeren und 2 Stück Fleisch. Und ich weiß nicht mal, wo das Fleisch herkommt. Jetzt habe ich Minusfleisch. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Die sind alle komplett bedeppert im Kopf. Die sehen schon Fleisch und Hühner und Eier. Apropos, die Eier sind weg. Alter, da kriegt man noch einen Herzinfarkt. Jetzt ist es saisonal, okay. Weißt du was? Ihr dürft jetzt wieder auf den Marktplatz. Und ihr könntet eventuell mal anfangen, die Felder zu machen. Wohnen hier überhaupt Leute? Ich glaube hier irgendwie nicht. Also ich habe Felder, aber es wohnt keiner da. Ja. Gut. Abreißen. War hier was ein wichtiges Gebäude oder nö, ne? Ja, abreißen. Leute, wir haben hier noch super Wohnungen. Nehmt die. Vor allem für Bauern. Sehr lukrativ. Apropos Bauern. Wetterschäden im Lagerhaus? Da liegt Holz. Solange nicht meine Bauern auf die Idee kommen, mitten im Regen anzufangen, die Felder zu machen, bin ich noch ganz happy. Problem, wir haben fast kein Eisen mehr. Und ich glaube, unsere Eisenvorräte sind relativ begrenzt mittlerweile, weil ich eventuell die eingefahren habe. Wir haben 2 Eisenbahnen. Could be a problem. Haben wir überhaupt
irgendwas anderes davon auf Lager? Nächste Ernte 224, da steht sogar dabei, 224. Sollte doch reichen, oder? 224 sollte uns eine gute Menge an Eisen geben. Holy shit, haben wir Mengen. Mein Heer kann marschieren, ich glaub's bald. Huiuiuiui. Die eine Sache, die wir nicht haben, ist Rüstung. Aber ganz ehrlich, habe ich kein Eisen? Eisenerz, doch, 100 dran. Wie? Was? Ich glaube, es hackt. Warte. Wie, Feuer ist ausgebrochen. Ey, Leute, warum ist das eine Ruine? Und warum laufen meine... wo kommt denn ihr auf einmal her? Sammelt euch hier vorne. Los geht's, Jungs! Sorry, ich glaube irgendwie, das mit der Harvest dieses Jahr wird nichts. Da kommen 10.000 Leute auf einmal her. Alter, deren Gefolge ist ja mal... Oh, shit, sind die gut. Ja, super. Hier steht... Aha. Haben die meine Weide niedergebrannt? Nee, haben sie nicht. Wenn da jetzt noch mehr kommen, dann kriege ich einen Anfall. Die haben Rüstungen, das könnte eventuell ein Problem werden. Na komm, vernichtet sie. Da ist die andere Horde auf einmal. Das könnte problematisch werden, weil die besiegen die, diesen Ulti. Die haben wir auch... Alter, wir kriegen die alle noch.
Feuer ausgebrochen in zwei, noch nicht schon wieder. Meine Felder stehen frei rum. Der will doch nicht ernsthaft meine Gebiete haben, oder? Nein, mein Dorfplatz brennt schon wieder. Los geht's, Jungs. Es ist schon September. Alter, es bringt meinen kompletten Jahresplan schon wieder durcheinander. Jawohl, jetzt können wir alle auflösen wieder. Alter! Könnt ihr mal schnell um den Rest kümmern, weil hier brennt gerade alles. Vor allem müssen unsere Felder mal gerettet werden, bitte. Ganz, ganz schnell. Wir haben so viel verloren jetzt, es ist echt ungut. Alter, es müssen 119 Leute begraben werden. Holy moly. Ich würde mal sagen, das war eine Schlacht. Das war eine richtig heftige Schlacht. Und eigentlich müsste gleich so ein Hyopai auftauchen, der die... Schau dir diese Felder an. Holy shit. Dann liegen hier ja noch ein paar Tote, mitten in der Stadt. Im Garten von denen müsste eigentlich auch noch was liegen, oder? Ja, da vor dem Gartentor liegen noch, weil sie beschlossen haben, sie haben keinen Bock mehr. So, könnt ihr die erstmal sammeln, bitte? Das wäre schön. Alles aufsammeln, das wäre eine richtig schön... Sind die Felder gerade alle zurückgesetzt worden? Bitte sag mir nicht, dass das passiert ist, was ich gerade vermute. Oh mein Gott, please not. Please just fucking not. Oh mein Gott, please not. Die kümmern sich nicht um die Felder auf einmal. Da steht einfach ein Wagen drauf. Das ist... Hallo, könnt ihr das Feld ernten? Nicht abbrennen. Ernten. Bitte. Die machen die... Ich krieg's Kotzen. Ich hab 38. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das der Scheiß ernst ist. Ich hab 7. Gibt's 3 Gemüse. 4 Gemüse. Da kommt aber nichts. Ich hab 6 Eier. Wir machen eine Versuchsanstalt, okay? Wir nehmen einen von denen und ich baue jetzt ein riesiges Wohngebiet. Ich bin gespannt, was da passiert. Hier wollte ich ja nichts bauen, ne? Hier war ja ein Grund. Guck mal, wie viele Häuser ich hier reinkriegen könnte. Ich mach da... Wo ergibt das denn noch Sinn und Logik, oder? Kann mir da jemand bitte zustimmen? Ich fühle mich langsam echt, als ob ich einen Schaden hätte. So. Großes Wohnhaus.
Diese scheiß königlichen Steuern. Können mich mal an meinem gesohlten königlichen Arsch. Guck mal, die tun schon überall. Bitte nicht. Der Winter wird wieder so übel. Dann läuft's einmal gut. Wir kriegen 224 Weizen geplant rein. Und dann kommt auf einmal der Typ und sagt, nö, ich nehme jetzt deine Hauptstadt. Nicht das Gebiet, was du daneben hast, wo dir das wurscht wäre und wir können darüber reden. Nee, ich nehme deine Hauptstadt. Ich greife dich jetzt an. Ah ja, und deine Nahrung kannst du für den Winter vergessen. Great! Das ist doch zum Kotzen. Ich habe auch ein Schaf verloren. Also schön, es ziehen wieder 100 Leute ein. Bedeutet, ich kann wieder 100.000 Leute verlieren am Ende, aber... Ich bin froh, dass meine Armeen so gut waren. Es hätte auch mächtig schief laufen können. Ich bin erstaunt, dass sein Hauptding so schnell nachgelassen hat. Also, weil du gleich von hinten mit Bogenschützen kommst, gleich lassen die sehr schnell nach. Jetzt bin ich gespannt. Das gibt... Alter. Lohnt sich da überhaupt Farmen, Leute? Boah, ist das ungut. Immer vor allem viel Flachs nächstes Jahr. 125 zu 70. Danach würde ich aber gerne wieder Weizen sehen, Leute. Sehr, sehr gerne. Das Feld bringt sich gar nichts zum Beispiel. 1, 0. Es ist doch noch nicht der Sinn des Spiels, dass ich, glaube ich, alles an die Bevölkerung ausgibt, nur mit Gemüsefeldern. Das ist doch eigentlich die Revolution, wenn du pflügen kannst und Weizen machen kannst. Das müsste doch das Ziel sein, oder? Aber ja, so wild das Spiel ist, das will Spiel mich fassen und verarschen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.